Handball auf Sport 1. Hey! Präsentiert Ihnen die DKB. Riesenjubel bei Hannover nach dem knappen, aber verdienten 29:28 Erfolg im Berliner Fuchsbau. Ja, wir haben jetzt auch die erste Überraschung geschafft. Ich glaube, das ist so Usus in der Liga, einmal pro Spieltag, beziehungsweise einmal am Tag, wenn die Spiele gespielt werden. Gestern gab es ja auch schon wieder eine, insofern. Ja, wir sind einfach happy, weil wir standen mächtig unter Druck. Nächste Woche kommt Bietigheim, das ist sowieso ein wichtiges Spiel für uns, aber wir brauchen auf jeden Fall Punkte. Wir haben in Friesenheim verloren und insofern, das sind zwei ganz, ganz wichtige. Im ersten Durchgang haben meist die Hausherren in Grün die Nase vorn. Peter Nenadic lässt sich nicht von der Aktion seines Gegenspielers beeindrucken und bringt die Berliner nach knapp 16 Minuten mit zwei Treffern in Führung. Doch bis zur Pause schaffen es die Gäste, sich mit Hilfe des Ex-Berliners Sven-Sören Christoffersen und einem bärenstarken Martin Ziemer zwischen den Pfosten einen Vorsprung zu erarbeiten. Das Berliner Tor kurzzeitig verwaist. Kein Problem für den deutschen Nationalspieler, der die 16:13 Pausenführung für Hannover sicherstellt. Nach Wiederanpfiff eine strittige Szene in der Partie. Hannovers Yannick Dräger trifft den gut aufgelegten Peter Nenadic im Gesicht, der daraufhin zu Boden geht. Die Folge: rote Karte, Disqualifikation für den Gästespieler. Die Entscheidung der Unparteiischen zwar hart, aber durchaus vertretbar. Drägers Arbeitstag damit früh zu Ende. Berlin gibt in der Schlussphase nochmal Gas und schafft gut drei Minuten vor Schluss den viel umjubelten Anschlusstreffer. Paul Drucks setzt sich stark gegen Hannovers Defensive durch. Super Aktion des Youngster in Diensten der Füchse Berlin. Doch alle Berliner Bemühungen sollen an diesem Tag nichts nützen. Fabian Wiedes letzter Wurfversuch, Sekundenverschluss, verfehlt sein Ziel. Der Auswärtserfolg für Hannover damit sicher. Die Füchse Berlin verlieren in einer spannenden Partie mit 28:29 gegen die TSV Hannover-Burgdorf und werden ihren Ansprüchen mit der bereits dritten Niederlage in dieser Saison nicht gerecht.